Wenn ich nicht angreife, wäre das auch zerstört. Aber ich könnte die so retten. Okay. Oh. Hi, Quatex. Discord können wir gerne machen, wenn du willst. Sekunde. Hallöchen. Ja, ich habe mal Commander gespielt mit ein paar Freunden, aber richtig Magic noch nie. Das war mir bis jetzt immer eigentlich zu kompliziert und vor allem zu teuer. Aber ein Kollege sagte mir, hey, das Spiel ist gratis, probier's doch mal aus. Ja, Magic ist in der Theorie. Ist mein Hauptspiel, zumindest in Paper, ne? Also in Real Life. Und das ist auf jeden Fall doppelt so teuer gefühlt. Wenn ich sehe, was die da für Karten ausgeben, das ist immer so. Nein. Du musst überlegen, es sind alles nur Papierkarten, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Das Ja. ist halt das, was ein bisschen fragwürdig ist. Ey, gut, Yu-Gi-Oh! Karten sind heutzutage auch eine Menge Geld wert. Yu-Gi-Oh! Karten sind ja auch eine Menge Geld wert inzwischen.
Fieri, das ist die teuerste Karte in Magic momentan an. Also die du spielst im Standard, na, natürlich gibt es noch den schwarzen Lotus, ich glaube, die geht, glaube ich, 10.000 Euro oder so. Aber die spielt man, also nicht, ich spiele ja gar kein Paper. Und in Yu-Gi-Oh! Zahlst du halt unendliche Unbeständigkeit, Infinite Impermanence heißt die, zahlst du halt 70 Euro das Stück, ne? Und du brauchst drei davon. Ja. Und dann brauchst du noch sowas wie die Karte heißt Boris Sword, die kostet auch immer 90 Euro. Dann brauchst du noch sowas wie, wie ist die Karte, die ist neu rausgekommen. Also das ist eine Handtrap. Weißt du, kannst dir darunter alles, glaube ich, nichts vorstellen, aber trotzdem, die kostet dann auch 85 Euro das Stück, davon brauchst du. Also Yu-Gi-Oh! Ist hier lächerlich teuer. Dafür, dass du das alles für ein bisschen Pappe ausgibst. Wenn man es so recht überlegt, wirklich, ne? Natürlich, das ist generell. Das ist, du darfst halt, du musst halt mit dem Gedanken klarkommen, dass du gerade gar nicht das Geld für ein bisschen Pappe raushaust. Mit dem Gedanken musst du halt klarkommen. Das ist echt traurig. Dass für so ein bisschen Pappe so viel Geld. Zurück. Greife nicht an. Ja. Ja, sagst du mir gerade, ich soll nicht angreifen. Ja, das ist am Anfang mega, mega nervig. Schuss einen Doppelblocken. Du schuss mit deiner Katze den einen. Ja, das ist sehr verzögert, der Stream, leider. Ich wusste gar nicht, dass ich doppelt blocken kann. Was? Es ist das alte Tutorial, was der, es ist immer noch das alte Tutorial, was es da gibt. Das ist ein bisschen traurig. Zu überlegen. Ich muss gucken, dass ich ein grünes Deck hier zusammengestellt kriege. Ey, das Tutorial-Deck ist ja voll kacke. Ja, das ist nix. Das ist halt auch, du bekommst da 4, 5 Starter, nee, 5 Starter-Decks bekommst du mal. Und du bekommst doch jede Menge Karten-Skins und Zeug. Also, du bekommst mittlerweile mega viel am Anfang. Früher war das noch schlimm. Früher hast du nichts bekommen am Anfang. Bisschen was hat. Dann musstest du für deine Starterdecks musstest du dafür auch noch spielen und so. Das ist echt. Arena war am Anfang echt an. Ich glaube, ich probiere das tatsächlich mal aus. Eine getappte Kreatur, dann einfach. Das brauche ich gerade nicht. Der Start wird für dich noch anstrengend in das Game. Obwohl das geht sogar, ich glaube, das Matchmaking ist gar nicht mehr so schlimm. Wie's.
jetzt, glaube ich, gegen keine Meta-Decks gesagt. Ich hoffe es mal nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich bin nochmal, glaube Also, soweit ich weiß, lässt sich das normale Magic ja auch ganz anders spielen als Commander, oder? Commander lässt sich ja ganz anders spielen als das normale Magic, oder? Nee, das ist normales Magic, glaube ich. Ganz normal. Nur, dass es halt nicht alle Karten gibt. Ganz gibt halt nur Standard. Also die Sprüche von denen erinnern mich ganz hart an Hearthstone. Wäre nochmal schön, wenn ich was hätte, womit ich blocken könnte. Also du kannst nicht verlieren, ich würde so sagen, du kannst du diesen kannst gar nicht verlieren, Mann. Außer beim letzten Match, glaube ich, da kannst du, glaube ich, tatsächlich sogar verlieren. Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen, der hat einen guten Blocker da liegen. Ja, nicht angreifen. Ja. Da musst du angreifen. Musst angreifen. Wenn die Wasserschlinge ins Spiel kommt, der bin ich verzaubert. Was?
So. Ich muss vergessen. Meine Pizza im Ofen. Sie sagte, ich soll sie angreifen. Das ist bestimmt eine Falle, das weiß ich jetzt schon. Du musst angreifen. Laut, laut, laut. Es gibt keine schwarze Karte, die direkt Zerstörung macht. Es gibt nur Spontanzauber, die eine Kreatur kaputt machen. Vielleicht ein Castdown oder sowas. Was gibt's für Karten? Spielt man eigentlich nicht. Ah ja, ich weiß wieder, was ich machen wollte.
Aufblitzen. Boah, ich kann die Alte nicht leiden, ne? Oder? Ich kann die Alte nicht leiden. Du leckst ein bisschen, ne? Irgendwie wird komisch. Ja, vom Discord wahrscheinlich. Keine Ahnung. Boah, nicht schon noch einer. Eine Kreatur tatsächlich aus dem Zeug, die zwei Karten. Wie findest du bis jetzt das Spiel so? Wäre das Tutorial nicht so langweilig, irgendwie gut. Naja, es ist keine direkte Story, das ist einfach nur dieses Anfangsding. Das Spiel basiert einfach nur darauf, dass du das Kartenspiel quasi spielst. Also du spielst quasi gegen andere Leute dauerhaft. Also es gibt mittlerweile einen Bot, gegen den du, glaube ich, theoretisch auch spielen kannst, aber es ist eigentlich nur um Decks auszuprobieren, da kannst du nicht. Ja, ich bin ganz fies im PvP eigentlich. Ich bin ganz mies im PvP. Ich habe auch noch nie irgendwie bei Commander was gewonnen, also. Ups.
Oh. Was? Ach nö. Nicole Bolas. Achso, das ist ein richtig, das glaube ich, ist ein ernstes, richtiges Match, glaube ich, wo du freie Entscheidungen treffen kannst. Sicher. Ich glaube, es war so. Der kommt raus, der kommt raus, ein Geiter kommt rein, nein. Forests. Jetzt kommt Mana Base. Gegen Vampire? Was? Auch schon mit einem Multicolor, okay. Oh.
Was sagst du bis jetzt zum Bolas Manager mit deinem Mono-Weißen Deck? Ich verliere, das weiß ich jetzt schon. Ich werde mach irgendwas falsch hier. Ich habe gerade beim Blocken voll verkackt. Ich hätte ein Sechserblatt machen können, das habe ich versäumt. Das gibt nichts. Verdammt. Der hat Wachsamkeit angreifen, der hat Wachsamkeit. Der bleibt. Der kann trotzdem noch blocken. Blocken, den Sechser. Er hat zweimal noch gesagt, was ich machen soll, großteils, aber er hat mir ziemlich viel Freiheit beim Blocken gelassen. Sie bekommen so 5 Stacks. Also was ich bei Paper spiele, ist halt ein Deck, was wodurch ich halt mal sehr viel Viecher aufs Feld kriege. Du musst machen, das Waldes spielen. Ja, ein grünes Deck. Dann mache ich das. Du kannst jederzeit übrigens auch wechseln, das ist ein Schiff. Du musst dich auf nichts festlegen. Was soll ich festlegen? Du musst dich auf nichts festlegen. Wenn es ums Design geht von den Boots. Du meinst, mit deinem Plane zurückgehen, du kannst ihn jederzeit unter deinem Profil wechseln. Deswegen. Du hast dann deinen Plane gerade ausgewählt. Ja, das ist ja nur Deko. Und jetzt gehen wir auf Boosterpackung. Ganz kurz. Ach, das geht glaube ich gar nicht mehr. Nee, geht nicht. Oder geht das?
Nur mit Aber Schwefel ich. haben. Nee, nee, meine ich gar nicht. Ach, hey, es ist jetzt woanders gemacht worden. Nee, es gibt für neue Spieler gibt es jetzt was Neues, deswegen. Egal. Ich zeig, mach einfach das Tutorial weiter, dann zeige ich es dir. Kein Stress. Gildeneingang. Das sind noch sehr alte Karten. Großteil davon kenne ich gar nicht. Ich kenne die Gildeneingänge, mehr kenne ich hier gar nicht raus. Sind gar nicht so alt. Das ist M19. Wann hast du angefangen mit dem? Vor 3 Wochen. Ah, gut, den kennst du dir. Da ist es eine andere Geschichte. Möchte ein Mulligan in dem Kring durchknallen. Nicht bald. Ach Leute, jetzt muss man bei Sparky das Tutorial machen. Achso, dafür ist der also da. Auch mal herausgefunden, wofür der überhaupt da ist. Doch so ein Quatsch.
Jetzt machst du einfach Meteor-Golem auf den Elf. Dann hast du schon gewonnen. Also den Elfen, weil der kannst du nicht sie angreifen. Sehr schön. Ich merke, grünes Deck liegt mir echt besser als alles andere. Siehst du, ah ja, da bekommst du halt Stuff. Oh mein Gott, was man da mittlerweile alles bekommt. Klick mal auf alles drauf, bitte. Ich will mal jetzt gucken, was man alles bekommt. Ich kann gerade nur Was? das Deck, gerade nur das Deck verbessern. Jo, als ob. Trampelschaden. Ungefähr jetzt Fehlstand ist plus. Ja, die Karte ist mega ultra stark. Ja, ich sehe es gerade. Für jedes Land, das du kontrollierst, ein plus 1 bis zum Ende des Zuges. Oh, das. Das immer in der Battlephase. Immer. Und dann auch noch Trampelschaden, ey. Im Endgame ist das richtig fies bestimmt. Ja, das Ding ist vorgestimmt. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, verursachen Trampelschaden. Aber das ist fies. Ja, die ist auch ganz gut. Was gibt's denn jetzt eigentlich da alles? Du bekommst ja solche komischen Points. Mit jedem Mal, wahrscheinlich, wo ich ein bestimmtes Deck spiele, kriege ich dann halt mal E-Punkt die Karten, schätze ich mal. Ja, klar. Das ist, ich meine, im Sinne von, da geht's ja noch mehr Zeug. Zerstörung, Fahrt. Karten bekommen. Ah, das ist einfach eine Ladenmeldung. Die verzauberte Kreatur hat ein plus 1 für jeden Wald. Ist auch ganz gut. So, stopp, bevor du jetzt irgendwas machst, hätte ich ganz gerne, dass du jetzt bitte einmal auf den Shop gehst. Warte. Ich hilf dir jetzt mal ein bisschen. Und zwar. Also ich mal gucken über Discord eine Bildschirmübertragung, dass das keine Verzögerung hat. Hört sich auch super.
Bist du da? Das Ich kann wollte. dich auch. Ich kann dich über Discord einfach noch kurz anrufen, warte. Achso, Ja. du hast mich angerufen. Hoppla. Genau. So dürfte es ohne die ganzen Präferenzen sein. Vergiss jetzt mal wieder den Shop und gib einmal bitte die ganzen Codes hier ein. Hier? Der Code einlösen. Ach, da. Welche Codes? Habe ich dir im Twitch-Chat geschrieben. Einfach kopieren. Twitch. Einen nach dem anderen einfach da einfach einlösen. Danach kannst du alles öffnen. Einfach nehmen. Was liegt denn hier? Die Kopfhand. Die gab es jetzt in der gesamten Karriere, wo es das Spiel gibt, gab es die ganzen Codes. Cool, Dankeschön. Wow. Ach, ein Skin. Cool. Supercry. Was ist Deckmaster? Nur kosmetisch? Also einmal die Karte und einmal die kosmetische Karte. Sie hat schöner aus, bewegt sich halt. Sieht so aus, Ah. ist nicht. Okay. Und jetzt noch das. Okay, das waren alle. Jetzt machst du erstmal Replika erstmal auf. Einfach einmal auf die Mastercard drücken, nicht durchklicken, sondern einfach nur einmal drauf drücken. Das hast du jetzt gezogen. Boah, die Morbide bringt dir nichts. Was ist eine Wildcard? Wildcard, du kannst damit Karten einlösen. Also du kannst die Wildcards einlösen gegen eine Karte, die du halt brauchst. Du siehst ja die Rarities. Ne? Eine goldene Wildcard ist halt das, ne? Und ja, kennt man. Dann auf die wieder einmal drauf drücken. Dann sehe ich schon mal, was die